Verwirrende Szenen mittags an der Alster. Ein glatzköpfiger Muskelprotz schleppt eine scheinbar leblose junge Frau zu einem geparkten Audi und wirft sie auf die Rückbank. Zeugen filmen die verdächtige Szene und befürchten das Schlimmste. Gegen 13 Uhr soll es am Sonnabend zwischen dem Pärchen zu einem lautstarken Streit gekommen sein. Dabei bricht die Dame plötzlich zusammen und wird offenbar bewusstlos. Ihr Begleiter legt sie ins Fahrzeug und fährt mit ihr davon. Und damit löste er weitgehende Ermittlungen der Polizei aus. Wie die Polizei mitteilte, hätten Bürger die Beamten angerufen und den Vorfall geschildert. Sofort sei eine Fahndung eingeleitet worden. Eine Halteabfrage des Kennzeichens ergab, das Pärchen kommt aus der Nähe von Hannover. Polizisten treffen die beiden dort an, der Frau geht es gut. Ein Verbrechen habe man ausschließen können. Nach Bildinformationen soll es tatsächlich so sein, dass die Frau unter medizinischen Problemen leidet und dazu neigt, bei Streitigkeit mit ihrem Liebsten Kreislaufprobleme zu bekommen. Offenbar kennt er diese Ohnmachtsanfälle schon und geht inzwischen sehr routiniert damit um. Ich bin ein Mann, der sich nicht mehr mit jemandem einlässt, weil die Leute ruhiger geworden sind. Aber die Wasserwand.